Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zur Gas Station Simulator. Ja, also wir haben ja richtig in der letzten Folge eins aufs Maul bekommen, weil mein Onkel oder wer auch immer oder mein Geschäftspartner es wieder mal Scheiße gebaut hat, wie immer. Und jetzt geht es darum, Wunden zu lecken, aber wir machen natürlich weiter. So, wir sollen die Station auf Stufe 2 aufwerten. Das machen wir jetzt auch. Und jetzt ist unsere Tankstelle auf 2, also auf Level 2 schon. Was haben wir dazu bekommen? Das weiß ich nicht, da gehen wir jetzt mal schauen. Aber wir haben diesen Anbau dazu bekommen. Und den Anbau. Sagen. Ja. Schauen wir mal, streichen wir mal direkt den ganzen Bullshit, ja? Neue Farben haben wir auch bekommen, sehe ich gerade. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Damit das auch mal vernünftig und sauber aussieht hier. Mache ich eins aufs Maul. So, machen wir erstmal wieder auf, damit wir ein bisschen Geld verdienen, ja? So, da hinten ist auf jeden Fall. Warum ist meine Dings hier runtergekommen? Warte mal, ich habe einen neuen Anbau hier bekommen. Kann das sein? Oh ja, unsere Tankstelle ist größer geworden. Seht ihr das? Oha. Immer aufräumen muss, ne? Aber das ist ja schon mal gut, dass die Tankstelle größer geworden ist. Aber dass ich immer so hier den Scheiß wegkomme. Natürlich so eine Sache, die schmeckt mir gar nicht. Und da hängt ein Schlüssel. Oh, der die. Guten Abend, Officer. Was kann ich für Sie tun? Möchten einmal tanken, ja. Sofort. Oh, der Start, der hat aber richtig Kohle, wa? Bitte schön. Aber wir müssten eigentlich auch das Regal versetzen. Frage ist, kann man das versetzen, wenn da Waren drin sind? Weiß ich eben. Wofür ist der Schlüssel da? Und aber hier auch Kleinteile, ne? Dass wir hier den mal wegbekommen. Oh, da kaufen die ersten schon was. Geht der erste an der Kasse. So, und jetzt kommt nämlich ein neues Bedienelement da hinzu. Sehr gut, danke schön. Trinkgeld sogar bekommen. Guten Tag, der Herr. Sehr gut, Dankeschön. Oh, jetzt geht's aber hier los, wa? Und tanken sollen wir auch. Zack. Sehr gut. Jetzt kommt die Kohle aber hier rein, wa? Ich würde gerne mal hier die Wände jetzt noch schnell streichen. Und das Zeug hier raus. Mein Ding ist da dran.
komm, mach hier raus. So. Können wir gleich schon wieder die Müllabfuhr bestellen? Brauche ich den Schlüssel oder brauche ich den nicht? Das ist die Frage. Ich würde das gerne woanders hinhängen. Vielleicht hier hin sogar. Und dreckig ist es hier auch wieder. Ihr seht es oben links am Balken. Wenn die Tankstelle nicht sauber ist, dann muss man fegen. Kommen die Leute nämlich nicht. Dann streichen wir jetzt noch. Wir sollen zwar noch andere Aufgaben erledigen, wie immer, aber ich würde jetzt gerne jetzt hier innen fertig kommen. Kommt auch wieder ein Kunde. Bedienen wir erst den Kunden, damit er nicht warten muss. Guten Tag. Der Herr, schönen Tag heute gehabt. Danke aber viel. Oh, wir müssen noch wieder bestellen. Have a nice day. Ja, danke schön, Ihnen auch. Weiter hier. Streichen. Hier fertig werden hier dran. Weil wenn wir jetzt hier schon Publikumsverkehr haben, dann soll es auch hier vernünftig aussehen. Ah, natürlich sehe ich jetzt gar nichts, aber macht nichts. Ihr meint es ja nur gut mit. Ah, ja, genau. Soll jemand kommen? Guten Tag. Thanks. Oh, kein Problem. Wie viele Wände brauche ich noch? Ein. Okay. Ein Stück hier. Dann hätten wir das auch schon mal erledigt. Also von hier innen sieht es. Oh, hier. Lifesaver. Bitte schön. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir eben Tank bestellen. Wir müssen tanken auf jeden Fall. So, wir haben fast. Achso, wir brauchen 700, um zu erweitern. Lass uns mal lieferen. Also erstmal Sprit würde ich holen. Wir haben 73. Kann ich jetzt mal Lieferung. Kann ich noch nicht. So kann ich noch nicht bestellen. Kann ich denn die Müllwings kommen lassen? Guten Tag. Ja, bitteschön. So, was sollen wir da hinten machen? Wir sollen irgendwas machen da. Komm mal hier rein. Jetzt kommt. Ja, was kommt denn da für ein Wagen? Angefahren. Da ist ein Wagen angefahren. Was soll man jetzt hier machen? Schließ das Ziel ab, um die Tankstelle aufrüsten zu können. Aber was denn? Was soll ich denn hier? Vorsicht, halte die Tore des Lagers geschlossen, sonst kannst du bestohlen werden. Machen wir dazu, ne? Die Frage ist jetzt, was kommt denn da? Achso, den Müll, die wir bestellt haben.
Er kommt jetzt an, der Hajo. So, schließe es ab Hinweis. Also ich soll jetzt hier aufräumen, oder? Ja, dann räumen wir jetzt hier auf. Ja, nicht so das Ding, ne? Ich räume ja gerne auf. Ist ja nicht so, als würde ich nicht aufräumen, ne? Und Müll war ja gerade da. Ah, schade, da war die Leiter im Weg. Kann doch nicht richtig. Also viel Aufräumarbeiten. Das werde ich nachher in der nächsten Folge dann wahrscheinlich offline machen. Den Rest hier aufräumen. Denn das ist sozusagen unser Lager hier. Ne? Und hier lagern wir später die Sachen zwischen. Die ganzen Getränke und alles, was wir verkaufen im Verkaufsraum. Treffen würde, ne? Boah, wir haben hier viel zum Saubermachen. Auf jeden Fall. Scheiß Ding. Wollte ich schon immer mal machen in meinem Leben, so Fässer durch die Gegend schmeißen. Oh, wartet mal. Eine Kraftstoffsäule ist ein Hunde, sehe ich gerade. Dann schließen wir noch mal die Tankstelle, würde ich sagen, oder? Guten Tag, Entschuldigung, dass Sie warten mussten. Pretty much what I ask for. Oh, und Trinkgeld, schönen Dank. Wiedersehen. Oh, dann zack, der nächste. Dankeschön, Dankeschön fürs Trinkgeld. Guten Tag, die Dame. Entschuldigung, dass Sie warten mussten, aber wir sind heute sehr im Stress. Bitteschön. So, wir sollten dringend, dringend tanken. Ach, nicht tanken. Sag mal schnell. Bestellen. Was ist hier passiert? Ich wollte eigentlich den Sack machen. Ah, da ist die nächste Kundin schon wieder. Kann ich ja zwischendurch mal eben Sprit bestellen? Ich möchte einfach nur Kraftstoff bestellen. So, ich würde gerne... Ja, komm, nehmen wir 100. Guten Tag. Zack. Kein Problem. Schönen Tag. Und immer schauen, dass die Tankstelle sauber ist. Ich finde, das ist wichtig. Geld verdienen. Jetzt gleich wieder. Also hinten muss ich erstmal wieder
Weiter aufräumen. Die Müll kann jetzt gleich auch schon wieder kommen. Dass wir so hart arbeiten müssen, ja, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Das nimmt die Müll garantiert nicht. Da irgendwie reinfallen, bitte. Mal drauf, so ein Schlauch, eben den Schlauch an. Den Schlauch anschließen hier, mein Gott. So, okay, einmal laufen lassen. Machst du voll den Bunker. Ich weiß, ich glaube nicht, dass die das so mitnehmen. Wir lassen es mal einfach so und dann rufen wir jetzt gleich nochmal den Müll an. Müssen aber noch mehr rausschmeißen. Also wir haben hier noch genug zu tun, ne? Erstmal alles da. Und das alles während unserem Geschäft, ne? Es steht schon wieder einer an der Kasse, an der Tanksäule steht wieder einer. Es wird stressig jetzt. Aber okay. Da müssen wir jetzt durch. Können noch einen Moment warten, geben denn zwar kein Trinkgeld, aber wir haben hier schon mal aufgeräumt. Das ist doch auch schon mal viel, viel wert. Was hier ein Scheiß in der Scheune steht. Immer noch nicht sauber. Aber wie gesagt, das mache ich denn offline hier. Da werde ich hier alles rausschmeißen. Ich würde sagen, wir machen auch jetzt an dieser Stelle Schluss, weil ihr braucht mir jetzt nicht da zusehen, ich jetzt hier unzählige Sachen rausschleppe, in Containern schmeiße und so. Ich werde die Kunden nicht bedienen. Das werde ich mit euch zusammen machen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.